Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, egal welche Uhrzeit ihr gerade habt, wann ihr euch das Video anguckt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir gucken uns jetzt mal an, was es so außerhalb von Ondula gibt. Denn ich denke, hier kommt man bestimmt weiter, wenn man bei diesem anderen Behinderten-Ding nicht weiterkommt. Ja. Besiegt haben wir den letzten Trainer auch, war nochmal so ein richtig unnötiger Dreierkampf wieder mit Rotation. Wer braucht sowas schon? Wir haben ja schon wieder so einen unnötigen Kampf, deswegen rennen wir einfach mal weg. Ich versuche jetzt alles zu vermeiden, was geht. Eigentlich will ich ja nicht, aber ich will jetzt meiner Story vorankommen, Mann. Es kann doch nicht sein, dass wir gegen 500 Gegner mal kämpfen müssen, bevor wir irgendwie weiterkommen. Verschneider habe ich natürlich nicht dabei. Was? Ich habe eh nichts dabei. Was soll ich denn dabei haben? Was ist das hier oben? Bestimmt nichts Wichtiges. Ich überspringe jetzt einfach alles. Früher habe ich so alles gemacht. Ja, okay, 100% stimmt schon. Aber irgendwie so wichtig kann es jetzt auch nicht sein. Wie das Haus hier. Denn hier kriegen wir irgendwas, habe ich das Gefühl. Ha, nö, irgendwie nicht. Die hier? Hallo? Mano! Seid ihr blöd oder so? Oder wieso wollt ihr mir nichts schenken? Derp. Okay, da oben war ein Pokéball. Ich glaube, dann rennen wir doch nochmal schnell dahin. Obwohl, wir haben keine Stärke dabei. Okay, dann können wir gleich wieder zurück. An ihr vorbei, an ihm vorbei, an ihm vorbei, an ihm vorbei. Und an jedem vorbei, den es ja eigentlich gibt. Hier gibt es vielleicht noch ein Item zur Belohnung, dass wir jeden übersprungen haben. Natürlich nicht. Aber wir sollten bald... Ja, okay, hier. Ist natürlich auch noch so ein Ass-Trainer. Holy shit! Was? Also, wartet es jetzt da auf uns, dass wir es uns fangen, oder wie ist das? Holy shit! Okay, also, ich habe keinen Plan, was wir machen. Okay, was machen wir? Was machen wir? Ich würde sagen, wir kämpfen gegen den sicken Trainer oder versuchen zu entkommen. Er dreht sich dann nämlich nochmal 10-mal. Aber wir begegnen natürlich ein Pokémon. Was sonst? Tangela. Wehe, wir brauchen Zerschneider dringend oder sowas. Das wäre nämlich ziemlich kacke. Flutsch denn. Dankeschön. Indigo-Stück. Läuft bei uns. Läuft bei dem Pokémon, was uns gerade begegnet, nämlich einem Pelipper? Holy shit. Ich sag ja nur dritte Gen. Flug gescheitert! Vielen Dank. Dann müssen wir wohl doch kämpfen. Aber es will anscheinend erstmal Fluss einsetzen. Deswegen lassen wir es Fluss einsetzen. Ja, ich weiß, dass da Lake steht, aber es heißt ja Fluss übersetzen. Deswegen denke ich mir so, why? Wieso Flug gescheitert? Es setzt Ruheort ein. Es... Meine Güte, ich glaube, wir müssen echt zum Pokémon das Item ausrüsten, dass wir endlich fliehen können. Dankeschön. Ja, danke, Pelipper. Danke dafür. 1 plus 1 plus 1 ergibt 3. Ja, du hast wohl in Mathe gut aufgepasst, würde ich sagen, Pokémon Rangerin. Rangerin. Und wer... Oh. Hey, wie so eine Dreierkämpfe. Wie das so ein Rotationskampf. Ich will einfach nur, dass es ein normaler Dreierkampf ist. Dankeschön. Zen-Kopfstoß auf. Ach, was soll's, wie Brava. Kein Plan, ob das sehr effektiv ist oder nicht. Steinhagel trifft eh immer alle. Also, why not? Und Nachthieb setzen wir dann nochmal schön auf dieses Ignivor da drüben ein, damit auch alle gleich oft getroffen werden. Okay, außer Flamara. Aber da ist ja eh das, ihr wisst ja schon, sehr effektiv. Das sollte hoffentlich nicht sehr effektiv sein. Schaltet uns aber trotzdem aus. Ist ja mal blöd. Wow, Fadenschuss. Wir werden noch langsamer gemacht. Wie kann man denn einen Stein noch langsamer machen? Obwohl, das war Dr. Batman. Verdammt. Egal. Aber auch Runic. Okay, wie kann man einen Stein noch langsamer machen? Indem man ihn mit Fehlen umspannt. Durchschnittsgeschwindigkeit eines Steines. 0 km/h. Läuft bei euch, würde ich sagen. Und das war's auch mit dem netten Käfer-Pokémon da drüben. Was von den, weiß ich was, Typen in der Wüste für ein heiliges Pokémon gehalten wird. Wo ich erst so dachte, in Schwarz 1, lol, legendäres, holy shit.
Und dann war es doch nicht so. Zu schade. Gut, was machen wir mit Dr. Batman? Psystrahl, natürlich. Jetzt versuchen wir alles mit dem Psycho, was wir vorher versuchen wollten. Und wir machen einfach weiter Steinhagel. Und mit ihm, was machen wir mit ihm? Einfach Flamara angreifen. Hoho. Ja, da sieht man mal, was Termi auch hätte machen können. Aber das hat Dr. Batman schon vorher erledigt. Dr. Batman wehrt sogar noch die Attacke ab. Okay, sorry. So, Rourke wehrt die Attacke ab. Ich komme immer noch damit durcheinander. Und jetzt kann man sie wieder nicht mehr unterscheiden, weil beide wieder dasselbe Level haben. Ja. Agilität. Nein, danke. Ja, wirklich nicht lernen. Danke. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Habe ich schon. Ja, danke schön, dass du mir eine weitere unnötige Beere gibst, die mir irgendein Typ im Supermarkt für 1000 verkaufen wollte. Wieso? Egal. Ach, meine Güte, alle 2 Meter kommt so ein Pilipper. Als ob ich nicht schon genug Ärger am Hals hätte. Wisst ihr was? Wir schalten das Pilipper jetzt einfach mal aus. Wenn es kein Schutzschild einsetzen würde, hätten wir es ausgeschaltet. Und weil dann erreicht nämlich Runic auch mal Level 39. Und das bleibt natürlich noch sehr effektiv, zum Glück. Weil es hätte mich jetzt gewundert, wenn es nicht sehr effektiv bleibt. Also es hätte mich nicht gewundert, weil das Ding ja auch noch halb Wasser ist. Und ihr wisst ja, Wasser ist schon krass gegen uns. Aber wir halten das ja zum Glück aus. Selbst wenn er jetzt einen One-Hit machen würde, kann er ja nicht. Weil wir ja Robustheit haben. Merci. Level 39 für Le Runic, der leider immer noch nicht zum Sedimentur werden kann, aufgrund von Tauschangelegenheiten. Wir haben Top-Äther gefunden, was uns jetzt in dieser Situation natürlich so viel hilft, aber wir haben eh nur noch so höchstens 15 Grasblöcke vor uns. Und natürlich begegnen wir wieder einem Pokémon in demselben Grasblock, wo wir gerade stehen. Was ist es? Ist es ein Absol? Brauchen wir ein Absol? Nein, wieso nicht? Weil wir einen Zoroark haben. Wieso immer noch nicht? Weil unser Zoroark stärker ist. Wieso scheitert die Flucht jetzt? Ich weiß auch nicht, aber wir können jetzt bestimmt fliegen, wenn wir kein Pokémon haben, weil irgendwie die Pokémon so richtig behindert aggressiv sind. Wenn sie andere Pokémon sehen. Scheiße, ein anderes Pokémon, wir müssen das töten! Dich muss töten! Ich muss töten! Denkt sich jetzt, trifft Zappy gerade auf, deswegen hat er schon Schaum auf dem Kopf, nicht am Mund, aber auf dem Kopf. Seht ihr eindeutig? Aber das können wir theoretisch. Ja, ich weiß nicht. Finde dürfte es effektiv sein? Weil es Geist ist? Yep. Eindeutig. Gute Entscheidung. Hat nur noch ein so ein kleines Kapäschen. Und mit Schmarotzer geht das locker easy. Vorbei. Und Finalschlag zieht uns natürlich auch noch ein bisschen Schaden ab. Aber das interessiert unseren netten Zoroark nicht. Wieso auf dem letzten Grasblock nochmal? Wir wollen nur da unten zu diesem Viechchen. Wie heißt es denn? Kobaldium. Nee, Moment, ist das Element. Oder vielleicht heißt es doch so? Ja, doch. Ja, Kobalt war das Element? Nein, egal. Vergiss es. Co. Holy shit. Ich glaube, wir speichern mal schnell vorher. Ich mache einen Kurzcut. Und nein, ich will nicht das Fahrrad nehmen. Bis gleich. So, wir werden jetzt mit unserem sicken Sisu Kids hoch 2 gegen das Viech kämpfen. Und ich bin mal gespannt, was Co. zu uns zu sagen hat. Es zerschlägt unser Bildschirm. Das finde ich immer mal gar nicht toll. Zum Glück nur die Hälfte des Bildschirms, wenn wir auf Computer spielen. Ist aber auch trotzdem nicht toll. Ich hoffe, es ist halb vom Typ Wasser. Deshalb habe ich Sisu Kids nach vorne gesetzt. Und setzt schon Heimzahlung ein, obwohl wir ihnen gar nichts getan haben, Mann. Was willst du von uns? Das ist nicht sehr effektiv. Ja, okay. Dann wohl eher nicht, dann Sprungkick. Mann, wie oft denn noch? Wir haben dir nichts getan. Ja, okay. Es wehrt die Attacke ab und deshalb brechen wir zusammen. Verdammt. Egal. Nächstes Pokémon rufen. Was haben wir denn noch so Schönes? Wir versuchen es einfach mal mit Runic weiter. Vor allem, das Viech ist stärker als alle unsere anderen Pokémon, fällt mir gerade so auf. Steinhagel. Ist übrigens wieder am Leben. Ich habe nämlich nochmal schnell aufgeheilt. Warte, war das jetzt Steinhagel? Hat keine Wirkung, oder?
Was zur Hölle sagt du Klinge, Mann? Ist es eine Blattattacke oder wie? Lebensschild ist auch sehr effektiv. Sieht man. Sieht man, sieht man. Finde ich gut. Nee, eigentlich nicht. Juwelenkraft. Jo, wird eingesetzt. Ist natürlich nicht sehr effektiv. Und, naja, dann setzen wir einfach nochmal Lebensschelle ein. Hä? Recht? Hat das Viech Gedanken oder so? Im Film war das so richtig cool drauf und meinte, nein, es muss noch viel lernen. Zu diesem anderen kleinen Viech, was man nur über so ein Event bekommt. Aber jetzt so selber, ist das rechte Hand ein, obwohl ich gar keine rechte Hand habe, sondern rufen. Hä? Und obwohl ich gar keinen Pokémon-Partner habe, wie man es so sehen würde. Ich setze jetzt von sehr ein. Mal sehen, was der so ausrichten kann. Ich kann mir vorstellen, dass Nitro-Ladung vielleicht sogar noch ein bisschen zu heftig ist. Aber wen interessiert's? Wenn nicht, dann muss ich schnell Neustart, denn... Oh, läuft. Walzer nochmal. Nein! Wieso setze ich Walzer? Ich denke mir so, ja, eine krasse Attacke, die nicht viel Schaden macht. Oh, zum Glück. Oh, zum Glück. Okay, Beutel. Wir versuchen es jetzt schon mal mit einem Ball. Und wisst ihr, mit welchem Ball? Keine Ahnung, weil wir keinen haben. Hyperball. Och, ich hasse es, legendäre Pokémon zu fangen. Es dauert so ewig. Genau deswegen dauert es ewig. Ich kann euch auch informieren, so bis es geklappt hat. Aber bis dahin sind andere so Pokémon tot. Dann müssen wir Meisterball benutzen. Ich will doch nicht fliehen! Ich wollte doch nur Ball werfen! Oh. Ja, Pokéball. Hoffentlich hat es eine hohe Catch-Wahrscheinlichkeit. Anscheinend hat es gar keine Catch-Wahrscheinlichkeit. Irgendwie 1% oder so. Rechte Hand, ja, danke schön, dass du immer noch rechte Hand einsetzt. Weißt du was, ich setze jetzt einfach, nee, Gewissheit ein. Dürfte nicht allzu viel Schaden machen. Wenn uns Sanctu-Klinge nicht ausgeschaltet hätte. Gut, dann kommt jetzt halt das nächste Pokémon. Wir haben ja noch drei. Fuck. Zoroark, auf geht's. Siehst immer noch aus wie Dr. Batman. Ich weiß nicht, wieso du dich immer als Dr. Batman verkleidest. Vielleicht, weil es das letzte Pokémon der Liste ist. Aber scheiß drauf. Oder dir es am nächsten am Level liegt. Macht ja gar keinen Schaden. Das hat ja noch nicht mal nichts gemacht, so ungefähr. Was ist das für ein Viech? Das besiegt uns eher, als dass wir es besiegen. Oder fangen. Oder irgendwas. Mit dem Psystrahl ist jetzt schon wieder sehr effektiv. Yes, okay. Superball eindeutig. Hat nämlich genau dieselbe Farbe und das sollte ein gutes Omen sein. Natürlich! Natürlich! Oh. So, jetzt setze ich Timerball ein. Weil für mich hat der Kampf schon ewig gedauert. Naja, hat noch keine 5 Minuten gedauert, aber trotzdem ist es ewig. Und es wackelt noch nicht ein einziges Mal bei keinem einzigen bekackten Ball. Mein Meisterball setze ich doch nicht jetzt für das Ding ein. Und es erscheint einfach so random, irgendwie auf dem Gehweg. Anstatt irgendwie mal in so einem coolen Tempel oder so. So, ich schalte Team Plasma aus und dafür erscheint mir dann Kobalium. Was eh nichts drauf hat, weil es mich noch nie getroffen hat. Werde ich mit Bällen jetzt auch nichts mehr anrichten können. Egal welchen Ball ich werfe. Wenn ich jetzt einen Pokéball werfe, bricht es auch gleich aus. Das einzige ist halt ein Meisterball. Was für eine Catchrate hat das Ding? Ja, gut, dass du es so toll hast. Weißt du? Setz jetzt einfach noch ein Statusheilmittel ein und beleb mich wieder. Oder irgendjemanden, damit ich nicht gleich down bin. Aber wieso? Ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit geringer wird, wenn ich... Oh, holy shit. Ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit geringer wird, wenn ich irgendwie mehrere Bälle hintereinander werfe. Aber es darf doch auch nicht sein, dass es unmöglich ist. Vorhin, es hat doch gar kein Leben mehr. Was hat es denn noch? Es hat noch 5 KP höchstens. Welches Pokémon lässt sich da nicht gerne fangen?
oder fühlt sich in seiner Würde verletzt, dass wir es nicht mit einem Meisterball fangen. Vor allem kein einziges Mal. Es wackelt einfach nicht. Nichts macht es. Gar nichts. Bei keinem einzigen Ball. Bei ja nicht. Beim Hyperball nicht. Die Erfolgsquote ist höher. Ja, sehe ich. Sie ist eindeutig höher als beim Pokéball. Haben wir gesehen. Es war länger in dem Pokéball drin als vorher. Wir vergleichen nochmal die zwei Situationen. Normaler Pokéball, kein Mal wackeln. Superball, kein Mal wackeln. Hyperball, der eigentlich effektiver sein soll. Kein Mal wackeln. Läuft. Ja, du kannst mich ja mal am Arsch lecken. Dann besiege ich dich einfach und dann fange ich dich nicht. So sieht's aus. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, wir haben es fast gefangen. Es hat einmal gewackelt. Wow. Das ist wieder so eine Rage-Folge wie alle zwei Folgen oder in jeder Folge ein bisschen. Es geht aber auch nicht anders. Weißt du was? Ich tausche jetzt das Pokémon aus. Und zwar gegen Fonse. Der setzt jetzt nämlich nochmal eine tolle Unlichtattacke ein, weil die ja eh nichts gegen dich macht. Wenn du dann tot bist, ist es mir egal. Wenn du am Leben bist, umso besser. So. Natürlich ist es vor uns dran und erledigt Fonse. Klar. Ja, nee, ist klar. Verstehe das Ganze nicht. Ich will das nicht verstehen. Oder hast du so Mut gefasst? Boah, ich habe so ganz viele Pokémon von ihm besiegt. Ich will nicht gefangen werden. Ich bin ein Retard-Pokémon. Scheiß drauf. Das Superball und ich lese mir in der Zwischenzeit etwas zu dem bekackten Pokémon durch. Ah, das mächtige und seltene Kobalium solltest du nicht entgehen lassen. Soll ich dir mal sagen, was ich von dem Viech halte? Und zwar genau das. Ja. Läuft. Meine Fresse, ey. Wieso? Ich verstehe das nicht. Schlafen legen. Ja, natürlich. Wie soll ich schlafen legen? Ich habe kein einziges Pokémon, was irgend so eine bekackte Attacke kann. Deswegen sage ich einfach mal, ich halt genau dasselbe immer noch. Ich will meinen Meisterball dafür nicht hinhalten. Boah, leck mich am Arsch. Ich versuch's einfach nochmal mit irgendeinem bekackten Ball. Ich setze jetzt flott. Obwohl, weil es so ein besonderes Pokémon ist, setze ich den Premierball ein. Heute ist deine Premiere die Premiere des retardesten Pokémon überhaupt. Und du wurdest gekrönt. Herzlichen Glückwunsch, du hast es fast geschafft. Aber leider nicht. Und deshalb sind wir jetzt down und haben nur noch Termi, weil wir ihn auch zum Glück wiederbelebt haben. Und der hat aber auch nur noch 3 KB. Und wisst ihr was, Leute? Das Viech kann mich am Arsch legen. Das hat mir 500 Bälle so ungefähr gekostet. Ja. Wir fangen es jetzt entgegen des Willen von ihm und denken uns jetzt, fuck you, bitch. Ja, klasse, Kobalion wurde gefangen. Sie haben ein Pokémon Level 45 gefangen. Ja. Ist halt ein bekacktes Pokémon, was kann ich dafür? Wir haben jetzt nur so Pokémon Level 3, ne, Level 3. Jetzt kommt die beiden auf. Hallo Dominik. Hast du ein Kobalion gefangen? Mit deinem Meisterball, den ich dir gegeben habe? Ja, danke schön. Ich werde es dir zeigen. Du hättest niemals das Kobalion mit dem Meisterball fangen müssen. Es ist nämlich schon wieder ausgebrochen. Oh, hat mich nicht gewundert. Genau deswegen hat es mich gefangen. Genau, da wären wir. Wo zur Hölle sind wir? Das ist ein Haus. Das ist eine alte Oma. Die erzählt uns wieder irgendwas von N.
Aha. Ach, die Riesengrotte. Wir erinnern uns zurück an Pokémon Schwarze Edition. Kyurem. Wow. Überraschung, Hashtag Spoiler. Ist ja überhaupt nicht verwunderlich, dass da jetzt ein Kyurem sein wird. Weil an keinem normalen Ort so urplötzlich die Temperaturen auf minus 50 Grad sinken. Ja, der Meteorit. Ja, genau, das ist auch nochmal ein Indiz dafür. Nacht für Nacht, so ist die Legende, wenn bitterkalter Wind durch die Gassen peitschte, suchte dieses schreckliche Biest unsere Stadt heim, um Menschen wie Pokémon zu verschlingen. In ihrer Verzweiflung lenkten die Menschen mächtige Wellen an, um ihre Siedlung vor dem gierigen Scheusal zu schützen. Es kann fliegen. Wieso sollte man jetzt einen Berg bauen? Es kann einfach über den Berg rüberfliegen. Aus dieser Zeit stammt dann wohl das ungeschriebene Gesetz dieser Stadt, nachdem man das Haus nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr verlassen darf. Und das ist das Ende meiner Geschichte. Vielen Dank für diese äußerst interessante Geschichte. Das wird mir eine große Hilfe sein. Los, Kinder, lasst uns weggehen. Die alte Frau ist verrückt. Ja, danke, dass ihr mich hier alleine lasst. Ah! Och, hätte mir jemand sagen können, ist hier draußen weiter labern? Ja, mir ging es genauso. Ich find's irgendwie scheiße und ich habe richtig Angst und ich will eigentlich gar nicht mehr. Die Legende Zekrom wird es eindeutig sein. Ja, aber was anderes kann es gar nicht sein. Es gibt ja keine anderen Pokémon. Erinnerst du dich noch an die Le Legende von Zekrom? Ja, richtig. Ja, danke, dass du es uns jetzt nochmal sagst. Aber das haben wir ja schon. Oder kennen wir ja schon. Haben wir, tun wir es nicht. Meteorit, sagen sie. Ich würde mal sagen, Deoxys. Deoxys, Meteorit, Deoxys. Denke, dachte ich mir die ganze Zeit Rubin Saphir. Oh mein Gott, Deoxys, das letzte Pokémon. Es kann nur Deoxys sein. Es wird um einen Meteorit gesprochen. Ja, wir sind hier im Raumfahrtzentrum. Deoxys. Eindeutig. Nö, das ganze Spiel nicht. Nirgendwo, nie. Wieso überhaupt? Das Raumfahrtzentrum gab es nur, damit die den Sonnenstein überreichen konnten. Womit du so einen Duflor zu so einem, weiß ich, nicht zu einem Giflor weiterentwickeln kannst. Sondern zu diesem Blumendings. Aber klar doch. Ja. Warten Sie, Professor Escher. Ja, danke schön, dass ihr mich alleine lasst und 5 Minuten zugelabert habt. Wo ich eigentlich schon die Episode beenden wollte. Und hier noch mit so einem Level 3 Pokémon rumlaufe. Wo ist eigentlich dieses bekackte Pokémon-Center da unten? Haben wir den richtigen Weg genommen? War so geplant. Ich sage, nach dieser anstrengenden Folge, wo wir jetzt so ein unnötiges Pokémon im Meisterball fangen mussten, bis zum nächsten Mal. Wir kaufen uns erstmal 5 Millionen Bälle und keine Ahnung. Tschüss.